Hallo zusammen, Gottes reichen Segen. In diesem Video reden wir über das Thema, woher kommt eure Gesundheit wirklich? Was macht euch wirklich gesund? Nun, viele Menschen nehmen ihre Gesundheit sehr ernst. Viele Menschen sagen zum Beispiel, dass sie sich gesund ernähren und Sport treiben, um gesund zu sein. Natürlich widmen viele Menschen sehr viel ihrer Zeit verschiedensten Aktivitäten, um gesund zu sein. Aber was ist Gesundheit wirklich? Woher kommt eure Gesundheit wirklich? Und was macht euch wirklich gesund? Und hier kommt die frohe Botschaft. Gott ist eure Gesundheit. Gott macht euch gesund. Und nach Gottes Willen zu leben, macht euch gesund. Gottes Gebote halten, macht euch gesund. Und ob ihr das glaubt oder nicht, ich stelle euch mal eine interessante Frage. Warum gibt es Reiche, die sich eigentlich die besten Ärzte leisten können? Und trotzdem werden diese Menschen älter und trotzdem sehen diese Menschen später oder früher ungesund aus und diese Menschen sterben ebenfalls, wie so viele Menschen. Was hat diese Menschen daran gehindert, gesund zu sein oder länger gesund zu sein oder sogar ewig gesund zu sein, obwohl sie sich ja angeblich das Beste vom Besten leisten können, das beste Essen, die besten persönlichen Sportlehrer oder einfach Privattrainer sozusagen. Und zudem noch die besten Ärzte, die neueste Technologie, alles vom Feinsten. Und trotzdem werden diese Menschen krank und trotzdem werden diese Menschen alt und trotzdem sterben diese Menschen. Nun, Jesus Christus hat uns schon einige Male klare und deutliche Antworten gegeben. Eine davon ist die folgende. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch jedes Wort, das aus seinem Mund kommt. Was bedeutet das? Das bedeutet, eure Gesundheit ist nicht nur abhängig vom Sport, von eurer Aktivität oder von dem, was ihr isst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern auch, was aus euch von innen nach außen herauskommt. Und worum geht es darum genau? Es geht darum, dass ihr Gott liebt, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und was bedeutet es, Gott zu lieben? Das bedeutet, auf Gott aufmerksam sein, nicht nur ein bisschen, sondern so viel wie möglich oder eher andere Sachen zurückstellen und die ganze Zeit aufmerksam auf Gott sein, damit ihr die göttliche Führung wahrnehmen könnt und entsprechend handeln könnt. Zudem bedeutet Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, dass ihr Gott ernst nimmt. Ihr müsst Gott ernst nehmen. Sehr viele Menschen nehmen ihren Sport sehr ernst, das Essen sehr ernst. Ob das jetzt Bioprodukte waren oder was weiß ich, die verzichten auf was weiß ich bestimmte Produkte, weil sie sich eher anderen Produkten etwas mehr widmen, weil sie gesünder sind, weil es Bio ist, weil es Superfood ist, weil irgendwelche speziellen Eigenschaften in, was weiß ich, in beispielsweise Spirulina oder diese ganzen weiteren Superfood-Geschichten sich befinden. Beispielsweise noch Chiasamen und ja, oder bestimmte Früchte, zum Beispiel Ananas oder ja, ihr wisst, was ich meine. Es geht einfach darum, dass Menschen ihre Essensgewohnheiten zum Teil sehr ernst nehmen. Ihr Essen minutiös planen, ihr Essen abwiegen, ihr Essen von allen Seiten sozusagen, was für sich betrachten, gesund kochen. Also sich extrem intensiv damit beschäftigen, gesund zu essen und sich extrem intensiv damit beschäftigen, sehr viel gesunden Sport sozusagen zu machen. Aber trotzdem frage ich euch dann, warum werden diese Menschen auch krank, wenn sie sich angeblich so gesund ernähren und so viel gesunden Sport machen? Und warum sind auch Sportler, obwohl sie sich gesund ernähren, sehr viel Sport machen, auch zugrunde gegangen?
Vor kurzem war dieses Beispiel, wo ein Fußballspieler einfach umgekippt ist, mitten im Fußballspiel. Oder auch diese ganz gesunden Sporttalente, was weiß ich, Bruce Lee, einfach eine Ikone in Sachen, was weiß ich, Sport. Und auch sehr viele Bodybuilder, so streng wie die auf ihre Ernährung achten, das ist schon bewundernswert. Aber warum werden diese Leute auch krank? Ja, es geht darum, diese Menschen widmen sehr viel Zeit ihrem Sport, ihrer Ernährung. Zudem nehmen sie ihre Ernährung und ihren Sport sehr, sehr ernst. Aber sie widmen so gut wie keine Zeit Gott und nehmen Gott nicht ernst. Viele glauben nicht einmal. Und das ist der wahre Grund, warum die Leute krank werden. Weil Jesus Christus hat selbst gesagt, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Das bedeutet, ihr sollt auf Gott aufmerksam sein. Ihr sollt beten, ihr sollt Gott ernst nehmen. Ihr sollt euch nach Gottes Willen orientieren. Beispielsweise, ihr könnt einen Teil von Gottes Willen schon erkennen. Was ist gerecht, was ist fair, was ist gut, was erhebt. Da habt ihr schon gute Hinweise. Und zudem, wenn ihr wirklich aufmerksam seid auf Gott, dann bekommt ihr noch spezifische Hinweise wie Ideen und so weiter. Aber ihr müsst klar und deutlich verstehen, es muss euch um Gott gehen. Es steht nicht ohne Grund geschrieben in der Bibel, Gott zuerst und das erste Gebot. Ich bin euer einziger Gott, keine anderen Götter außer mir. Aber leider tun Menschen alles andere zu ihren Göttern erklären. Ihren Sport, ihre Essensgewohnheiten. Sie verehren den Sport. Oder wenn sie sich mit etwas identifizieren, dann sagt der eine, ich bin Sportler. Der andere ist ein Yoga-Experte. Der dritte ist ein, was weiß ich, noch irgendetwas Experte, Fitnesslehrer, Sporttrainer, wie auch immer. Der andere nennt sich wiederum Ernährungswissenschaftler, Ernährungsexperte. Aber es muss euch um Gott gehen. Erstes Gebot, ich bin euer einziger Gott. Gott zuerst. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Das heißt, aufmerksam auf Gott sein. Gott ernst nehmen. Gottes Gebote halten. Das ist auch... Das steht sogar ausdrücklich in der Bibel geschrieben. Gott lieben bedeutet Gottes Gebote halten. Das machen die meisten Menschen leider nicht. Aber, und das ist jetzt eine extrem wichtige Botschaft, es steht geschrieben in der Bibel, dass die Gebote, das Gesetz über Leben und Tod sind. Wenn ihr in den Geboten seid, seid ihr auch gesund. Wenn ihr in den Geboten nicht seid, dann stirbt ihr. Darum geht's. Also, wie gesagt, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Erstes Gebot. Ich bin euer einziger Gott. Gott zuerst. Gott, auf Gott aufmerksam sein. Gott ernst nehmen. Aber das tun die meisten Menschen nicht. Sie verstehen das vollkommen in Bezug auf ihre Ernährung. Vollkommen in Bezug auf den Sport. Sie kleiden sich entsprechend. Sie ernähren sich entsprechend. Sie haben die neueste Ausrüstung, die besten Schuhe, die besten Fahrräder, die ganzen Anzüge, die perfekt dazu passen, die Sportanzüge. Aber es muss euch um Gott gehen. Alles andere ist nix. Und darum gibt es Menschen, die nicht so viel Sport machen und komischerweise viel gesünder sind als die Leute, die extrem viel Sport machen, sich extrem gesund ernähren. Warum? Weil diese Menschen glauben an Gott und tun Gott ernst nehmen, halten Gottes Gebote, orientieren sich an Gott, identifizieren sich mit Gott, beten zu Gott, sind auf Gott aufmerksam, tun Gott ernst nehmen, sind offen für Gottes Weisheit. Und Gottes Hinweise und Gottes Führung. Und denen ist Gottes Wille ernst. Aber das ist meistens das, was den meisten Menschen nicht ernst ist, nicht wichtig ist. Aber das führt dann zum Tod. Das führt dann einfach zu Krankheit. Viele Menschen wundern sich, dass sie regelmäßig krank werden. Aber wenn man genauer auf denen ihr Leben hinschaut, dann merkt man, die Menschen lügen sehr oft, zocken sich gegenseitig ab, tun sehr viel übles Nachreden, der eine dem anderen hinter dem Rücken. Beispielsweise hat ein Geschäftsmann einmal gesagt, dass sich in den Firmen die meisten Menschen nur 50% ihrer Arbeit widmen können, weil die anderen 50% damit beschäftigt sind, irgendwelche Schweinereien von anderen Menschen abzuwehren, irgendwelche hinterlistigen Intrigen und so weiter. Aber seht ihr, es geht einfach darum, dass euch Gott wichtig sein muss, weil Gott ist eure Gesundheit, Gott ist alles und damit auch eure Gesundheit.
Und ihr müsst verstehen, weil Menschen nicht alles verstehen, hat Gott ausdrücklich euch Hinweise in der Bibel gegeben, damit ihr keine Ausrede mehr habt, dass ihr etwas nicht gewusst habt oder euch vergessen habt. Ja, ihr müsst euch vor allem dabei korrigieren. Wieder eine Beziehung mit Gott aufbauen. Wieder Gott ernst nehmen. Wieder aufmerksam sein auf Gott. Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Und dann werdet ihr sehen, dass sich auch eure Gesundheit stark verbessert. Alles andere, wenn ihr das nicht tut, das führt dann einfach zum Tod, zur Krankheit. Aber ihr könnt euch natürlich auch wieder heilen, indem ihr wieder aufmerksam seid auf Gott, Gott ernst nimmt. Aber es muss euch ehrlich um Gott gehen, nicht irgendwie so, weil ihr irgendwelche Ziele habt. Weil viele Menschen beten immer nur zu Gott, wenn es um ihre eigenen Wünsche geht. Aber sie tun in Wirklichkeit Gott nicht ernst nehmen. Es geht halt nur um ihre Wünsche. Aber es muss euch direkt um Gott gehen. Ihr müsst Gott ernst nehmen, ihr müsst verstehen, dass Gott eure Gesundheit ist. Und wenn ihr das versteht, dann seid ihr gesegnet. Und mit diesen gesegneten Worten wünsche ich euch alles Gute, Gottes reichen Segen. Halleluja.